Das ist ein Graffiti. Ein Bild oder eine Schrift mit der Spraydose gesprüht. Findet man fast überall. Oftmals sind sie verboten, wie hier zum Beispiel so eine Schmiererei an der Brücke oder auf dem Stromkasten. Aber es gibt auch Graffitis, die erlaubt sind, zum Beispiel an dieser Mauer. Richtige Kunstwerke sind das. Und wie so ein Graffiti-Kunstwerk an die Wand kommt, das zeige ich euch heute in Offenbach hinter dieser Tür. Und zwar bei Markus. Der macht mit seiner Graffiti-Werkstatt nämlich beim Maustüröffnertag mit. Markus ist ein richtig bekannter Graffiti-Sprayer, der für seine Kunstwerke engagiert und bezahlt wird. Dieses Bild hier auf dem Hochhaus hat er zum Beispiel gemacht. Oder auf diesem Stromhäuschen ein Kolibri. Die Ideen für sowas entstehen hier in Markus' Büro. Am Computer. Und da planen wir heute gemeinsam ein ganz besonderes Graffiti mit, ihr ahnt es, klar, der Maus, dem Elefanten und der Ente. Ups, nee, das ist nicht gut. So sprüht die der Ente ins Gesicht. Genau. Ja, so ist besser. So ist besser. In der Mitte kommt dann noch eine Mausschrift dazu. Und dann legt Markus auf die Figuren ein Raster, also solche Vierecke. Das ist unsere Vorlage und jetzt suchen wir im Keller die passenden Farben aus. Mal schauen, könnte das hier vielleicht das Elefantenblau sein? Ausprobieren. Ja, das passt. Was in der Spraydose so klackert, das wollten wir mal wissen. Und da haben wir was gemacht, was man normalerweise nicht darf, nämlich eine leere Dose aufgeschnitten. Da sieht man zwei Glaskugeln wie Murmeln. Die verteilen die Farbe in der Sprühdose. Das ist ungefähr so wie bei Wasser und Tinte. Damit sich die beiden Flüssigkeiten vermischen, muss ich sie mit einem Löffel umrühren. Und das Umrühren machen in der Dose die Kugeln. Sie vermischen die Farbe und klackern also dabei. Hin, meinst du? Ja. Mit einigen klackernden Dosen geht's jetzt los. Das ist unsere Wand. Das ist unsere Wand, genau. Und, als erstes müssen wir eine Gasmaske aufsetzen zum Schutz, damit wir von der Sprühfarbe nichts einatmen. Dann beginnen wir mit dem Sprühen von Punkten an der Wand. Und zwar immer im gleichen Abstand. Warum? Das versteht man am besten, wenn man nochmal auf die Vorlage schaut. Da hatten wir ja über das Bild der Maus hier zum Beispiel ein Raster gelegt. Und da, wo die Linien zusammenkommen, diese Schnittpunkte, das sind die Punkte, die wir an die Wand machen. Und dieser Schnittpunkt hier ist dann hier. Die Punkte helfen Markus beim Aufzeichnen der Figuren. Denn er kann nun Kästchen für Kästchen die Umrisse der Maus nachzeichnen. Und das Gleiche macht Markus dann auch mit dem Elefanten und der Ente. Kann man schon richtig gut erkennen. Für den Schriftzug braucht Markus dann keine Kästchen mehr. Buchstaben sprühen, das macht er immer einfach so aus der Hand. So, alle Umrisse sind fertig. Jetzt geht's ans Ausfüllen. Und da darf ich dann auch mal mit ran. Gut, Marlin. Am besten mit kreisenden Bewegungen. Mhm. Let's go. Okay. Gasmaske wieder auf. Und damit es auch ganz gleichmäßig wird, sprühe ich jetzt also in kreisenden Bewegungen. Markus macht das Gleiche bei Elefant und Ente. Hier unten kommt noch ein bisschen Gras. Markus macht in der Zwischenzeit ein paar Backsteine. Und dann füllt Markus die Schrift aus. Oh, sieht schon richtig gut aus. Aber es fehlt noch was. Die typischen Graffiti-Schriften sehen nämlich meistens so aus. Sie sind zwar etwas schwer zu lesen, aber die Buchstaben wirken so, als würden sie aus der Wand rauswachsen. Richtig räumlich. Und damit das bei unserer Schrift auch so wird, sprühen wir jetzt noch die sogenannten Blöcke. Dafür macht Markus hier unten zuerst ein Kreuzchen, einen Fluchtpunkt, sagt man dazu. Und dann spannen wir eine Schnur. Und entlang der Schnur sprüht er jetzt immer von den Ecken der Buchstaben abgehend kurze Linien. Die Linien verbindet er miteinander
und füllt dann die entstandenen Vierecke aus. Das sind die Blöcke. Wie ein Schatten kleben sie an den Buchstaben dran. Nochmal Schnur spannen und dann den Schatten oder Block so aufsprühen, dass er in Richtung des Fluchtpunkts fällt. Normalerweise macht Markus das Ganze ohne Schnur, das war jetzt, damit wir es besser sehen können. Er guckt dann immer einfach in Richtung des Fluchtpunktes und kann die Blöcke so sprühen, dass die Buchstaben die typischen Schatten bekommen. Mit weißer Farbe macht er dann in die Blöcke noch so eine Aufhellung. Dadurch wirkt es noch besser. Und mit ganz dunkler Sprühfarbe bekommen die Buchstaben und Blöcke dann noch eine Umrandung. Und so sehen die Buchstaben jetzt aus wie richtige Graffiti-Buchstaben. Jetzt kriegen Ente, Elefant und Maus auch noch eine Umrandung und natürlich ganz wichtig, ihre Augen. Und dann fehlt nur noch eine Sache, die Unterschrift der Künstler. Das machen wir mit einer Schablone. Marlin und Sprühkopf steht da. Das ist nämlich Markus' Graffiti-Name. Und fertig ist unser Maus-Graffiti.